Es ist nicht irgendein Gegner gewesen. Ich glaube schon, dass die auch sehr gut Fußball spielen können. Sicher hätten wir heute 3 Punkte wollen. Das ist uns am Ende nicht gelungen, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken. Ja gut, wir sind, glaube ich, extrem gut reinkommen. Sassuolo war, glaube ich, ein bisschen überrascht mit der Wucht, mit der wir begonnen haben. Haben uns zu viele Fehlpässe gezwungen. Können wir vielleicht auch mit ein bisschen Glück noch gleich das zweite nachlegen. Aber gut, das ist natürlich eine Mannschaft mit viel Qualität in der Serie A. Und wir haben trotzdem, glaube ich, ziemlich wenig zulassen, auch zweite Halbzeit, wo die drückt haben. Dann kriegen wir halt ein richtig blödes Tor, aber gut, das passiert. Und ja, im Endeffekt 1-1 ist, glaube ich, gerecht. Die erste Halbzeit unglaublich hin und her gegangen. Also beide Mannschaften haben sehr schnell nach vorne gespielt. Ich glaube, es waren nicht viel Ballstaffetten in beide Mannschaften. Also richtig viel Tempo drinnen und man hat gesehen, dass man dann zum Schluss ja, die Kraft ausgegangen ist. Ich glaube auch Sassuolo war dann nicht mehr ganz so spritzig, damit es noch irgendwie gefährlich fast da kommen. Ich glaube, dass wir heute ein Spiel gesehen haben von unserer Mannschaft, was in der ersten Halbzeit überragend war, wo wir unseren Gegner sehr früh und fast permanent unter Druck gesetzt haben, wo wir uns eine Vielzahl an großen Chancen herausgespielt haben, wo wir es eigentlich nur verpasst haben, das zweite, dritte und ja, das vierte wäre auch nicht überraschend gewesen, das vierte Tor nachzulegen. Sassuolo hatte auch zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, wo du auch gesehen hast, wie stark sie sind, wenn sie Platz haben, wenn sie aus dem Mittelfeld frei spielen können, wie sie dann ihre Laufwege einsetzen und so. Aber alles in allem musst du in der Halbzeit höher führen als mit einem Tor. Das müssen wir uns halt ganz klar vorwerfen, dass wir es 2-0 machen können oder sogar müssen. Ich glaube, wir haben noch 3-4 Top-Chancen gehabt aufs zweite Tor. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir die Partie dann drüber kriegen, weil ich glaube, Sassuolo auch, natürlich, wir schießen dann ein unglückliches Gegentor, aber ansonsten haben sie jetzt nicht richtig 100%ige Torchancen gehabt. Dann kam der Moment, der uns allen ein bisschen wehgetan hat, die Rapid im Herzen haben, nämlich der Moment des Gegentores. Wo ein Ball, der nicht einfach zu verteidigen ist, weil er halt vorher noch springt und du denkst als Verteidiger, der Gegner ist noch enger dran, macht dir noch mehr Druck. Köpfen wir ihn dann ins eigene Tor, was natürlich für uns in der Phase sehr, sehr bitter war. Der Ball ist nochmal vor ihm aufgesprungen, er will ihn natürlich klären und ja, dann geht der Ball über den Ricci drüber. So was gibt es im Fußball. Kann passieren. Maybe was better than normal. It will be better that we won. We will be on the first place with Genk with 6 points. But we must train hard for next games. And I think this is important. And we also have in 2 weeks the next game against Sassuolo in Italy. Es war ein gutes Spiel unsererseits, wo wir gerne den Sieg mitgenommen hätten. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst. Klarer zu führen, dann wäre es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, einfacher gewesen. So nehmen wir das unentschieden.